12 Erwachsene und 18 Kinder haben 420 Euro Eintritt in einem Freizeitpark bezahlt. Der Eintrittspreis für ein Kind ist die Hälfte von dem eines Erwachsenen. Frage: Welcher ist in Euro der Eintrittspreis eines Erwachsenen? Sei x der Eintrittspreis pro Kind, dann ist 2x der Eintrittspreis pro erwachsene Person. Also die 12 Erwachsenen haben bezahlt 12 mal 2x. Die 18 Kinder haben bezahlt 18 mal x. Und insgesamt, daher das Plus, insgesamt wurden 420 Euro bezahlt. Diese Gleichung können wir sofort durch 6 teilen und somit erhalten wir 4 mal x plus 3 mal x macht 70. Also 7 mal x gleich 70. Somit muss x 10 sein. Gefragt wird aber der Eintrittspreis eines Erwachsenen. Gefragt wird also 2x. 2x macht 20. Also ist D die richtige Antwort. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.